Kai Häfner. 60 spannende Handballminuten gehen hier in der Klingenhalle zu Ende. Am Ende heißt es 31:31. Sie sind erfolgreichster Schütze Ihrer Mannschaft mit 9 Treffern in der ganzen Begegnung. Ein paar Sätze zum Spiel vom heutigen Abend. Ich glaube, es war ein hitziges Spiel, ein heißes Spiel. Es ging hin und her. Am Ende unentschieden. Ich weiß gar nicht genau, ob ich so zufrieden bin. Ich glaube ja nicht. Ich denke, wir hatten den Sieg auch verdient. Waren aber in den entscheidenden Phasen zum Schluss nicht clever genug. Christopher Nordmeier, Ihr Trainer, hat gesagt, er möchte wieder die Kampfkraft sehen, er möchte wieder die Spielkraft sehen aus den vergangenen Spielen in der Liga. War das heute wieder die Mannschaft der Recken, die wir in Zukunft sehen werden in der DKB Handball-Bundesliga? Ja, ich denke, die ersten 30 Minuten können wir vergessen. Die waren nicht gut bei uns, vor allem von der Einstellung her. Das Zurücklaufen war eine Katastrophe. Da vergeben wir einfach zu einfach 3 Tore. Und in der zweiten Halbzeit haben wir gekämpft, gefightet, wie in den letzten Spielen auch. Und so kann es weitergehen, aber wir müssen mal wieder auch 2 Punkte holen. Kai Häfner, danke schön und weiterhin viel Erfolg in der Meisterschaft. Tschüss. Mario Hohnstock, einer der entscheidenden Spieler heute Abend in Sicherheit in Reihen des BHC. Wie gut tut das jetzt von den Rängen, die Sprechchöre zu hören? Ja, ich glaube, das tut jedem Spieler gut, aber besser ist erstmal, dass wir den Punkt haben. Für mich persönlich, dass ich 60 Minuten eigentlich durchweg irgendwann mal Bälle gehalten habe, also relativ konstant gespielt habe. Und so kann es erstmal weitergehen, ne? Dass wir in solchen knappen Spielen vor allen Dingen die Punkte mitnehmen. Das ist so im Moment die Taktik, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hier mal ein Punkt, da mal ein Punkt. Wie entscheidend können die am Ende so einer Saison dann werden? Ja, ich glaube, das sieht man, dass unten die Mannschaften auch punkten. Ne? Wenn man sieht, was Lemgo jetzt da unten veranstaltet, ja, dann weiß man, dass man am besten jedes Spiel 1 oder 2 Punkte holen muss, um da schnellstmöglich sich von irgendjemandem abzusetzen. Und nur darum geht es. Also. Am kommenden Mittwoch geht es direkt weiter, nämlich bei der HBW Balingen-Waldstätten. Ein paar Sätze vielleicht zum nächsten Gegner. Ja, ist im Prinzip das Gleiche. Ne? Also die spielen, sind auch noch unten mit drin. Zu Hause eigentlich immer eine Macht. Ne? Versuchen auch die Spiele über diese Heimspiele vor allem zu gewinnen, wie wir. Ne? Und das wird genauso eine Abstiegsschlacht wie die anderen Spiele zuletzt. Ne? Und da heißt es wieder alles reinhauen und dann gucken, was nachher dabei rauskommt. Und dafür drücken wir euch ganz feste die Daumen am kommenden Mittwoch. Vor allen Dingen auch dir feiert diesen Punktgewinn hier in der Klingenhalle. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Begegnung Bergischer HC gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Die Löwen bringen den Recken zu Hause einen Punkt ab, 31:31 am Ende. 2461 Zuschauer hier in der Klingenhalle sehen die Punkteteilung. Ich darf bei mir begrüßen den Gästetrainer Christopher Nordmeier, den Geschäftsführer der Recken, Benjamin Chaton. Natürlich auch den Trainer der Löwen, Sebastian Hinze, und Jörg Föste, den Geschäftsführer des BHC. Ja, wie es sich gehört, Christopher Nordmeier. Ein paar Sätze zur heutigen Begegnung. Ja, heute kann man, glaube ich, keinem gratulieren. Unentschieden ist sicherlich für beide Mannschaften kein gutes Ergebnis. Am Ende muss jeder entscheiden, wie viel das gerecht ist oder verdient. Ich halte mal nichts davon, das zu bewerten. Wir hätten Chancen nutzen müssen. Vielleicht haben wir die eine oder andere auch nicht gekriegt, kurz vor Schluss, die wir vielleicht hätten kriegen wollen oder kriegen können. Wir haben, glaube ich, in diesem Spiel gut angefangen und uns dann abgesetzt, dann ganz, ganz schwach Angriff gespielt in den letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit dann, finde ich, wieder uns gut reingearbeitet im Spiel, haben verdientermaßen, glaube ich, geführt und können halt diesen Vorsprung am Ende, weil wir unser Abwehrkonzept dann verlassen haben, nicht über die Zeit bringen, beziehungsweise unsere klaren Chancen, die wir gehabt haben, nicht nutzen. Ich will nicht zu wegnehmen, aber ich könnte mir denken, dass Seppel vielleicht sagt, überragende Torwartleistung oder überragende Leistung im Kreis, aber ich sehe das natürlich anders. Wir haben sicherlich da einige Sachen gut vorbereitet, aber nicht ganz so gut umgesetzt. Trotzdem hat der Bergische HC diesen Punkt natürlich redlich durch seinen außerordentlichen Kampf verdient, so wie wir ihn auch verdient haben, weil wir sicherlich im Augenblick in einer schweren Situation sind. Nicht in einer schweren als der BHC, aber für unsere Verhältnisse. Insofern wünsche ich dem BHC viel Glück weiterhin und danke.
Dankeschön. An Gästetrainer Christopher Nordmeier, Benjamin Chaton. Ein paar Sätze von Ihnen natürlich zur heutigen Begegnung. Ich mache es trotzdem. Glückwunsch an beide Mannschaften für einen guten Fight. Packendes Spiel. Ich glaube, Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen. Dafür guckt man sich Handball an, genau für solche Momente. Auch zum Schluss, glaube ich, ist es an Spannung nicht zu überbieten. Ich erzähle hier ungern interner, aber kurz vor 19 Uhr haben sich zwei Menschen in diesem Raum unterhalten und haben fast dieses Ergebnis prognostiziert. Von daher weiß nicht, ob es von beiden ernst gemeint war. Auf jeden Fall können wir, zumindest aus meiner Sicht, mit dem Punkt heute gut leben. Auch wenn wir die zweite Halbzeit durchgängig geführt haben und zum Schluss vielleicht sogar die Chance hatten, hier zwei Punkte mitzunehmen. Aber der BHC hat permanent gegengehalten und von daher freuen wir uns hier heute, einen Punkt mitnehmen zu dürfen. Dankeschön an den Geschäftsführer der Recken, Benjamin Chaton. Sebastian, Glückwunsch zum Punkt. Gewinn hier in der Halle gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Ein paar Sätze von dir zu der Begegnung am heutigen Abend. Ja, auch erstmal schönen guten Abend. Ich teile die Meinung von Chris beim Unentschieden. Es ist immer schwierig, aber für uns ist nach dem Spielverlauf in der zweiten Halbzeit das eindeutig ein Punktgewinn, den wir uns auch verdient haben, vor allen Dingen über eine herausragende kämpferische Leistung, nachdem dann Milos Stragas heute Morgen noch rausgefallen ist. Musste mal so ein bisschen schieben die ganze Zeit. Viktor wussten wir nicht, wie das passiert. Das haben wir wirklich gut gemacht und anders als Kollektiv sehr, sehr gut gelöst heute. Dafür ein Riesenkompliment. Wir hätten sicherlich mit einer Chancenauswertung ist es noch nicht mal, aber mit einer besseren Chancenauswertung aus der zweiten Welle, wenn ich so beschreiben möchte, und aus der schnellen Mitte, wo wir oft so einen kleinen Vorteil hatten, den nicht genutzt haben, auch nach der Halbzeit, so ein bisschen mehr Ruhe in unser Spiel bringen können. Haben sehr viele Probleme über die zweite Welle und schnelle Mitte dann von Hannover bekommen, wenn Heffner mit viel Druck kam in der zweiten Halbzeit. Das haben wir nicht so gut gelöst, aber dann verwerfen wir noch 4 Meter von 3 in der zweiten Halbzeit. Das ist sicherlich auch klare Chancen, die wir liegen lassen. Bei all den Sachen, die heute waren, ist ein Punkt für uns enorm wichtig und verdient ist er auch, weil wir wieder mal Abstiegskampf hier geliefert haben. Und von daher nehmen wir den sehr, sehr gerne mit und der hilft uns auch auf alle Fälle weiter. Danke. Und natürlich auch viel Erfolg, vor allen Dingen in den kommenden Begegnungen. Jörg, bitte, ein paar Sätze von dir zu der Begegnung heute Abend. Ja, das Wesentliche ist gesagt worden, deswegen kann ich es wirklich kurz halten. Wir haben 4 Strafwürfe vergeben bei der ausgewogenen der Situation, die wir hier in beiden Halbzeiten gesehen haben, kann das Spiel entscheidend natürlich sein. Insofern ist für uns dieser Punktgewinn ein wichtiger Schritt in die Richtung zum Erreichen unseres Zieles und es ist auch tatsächlich ein Punktgewinn. Insofern also sind wir ganz glücklich. Die Stimmung heute war klasse und es war wiederum ein gelungener Handballabend. Der andere, der im Raum war. Das ist Expertise. Ja, Fragen von den hier anwesenden Pressevertretern an Trainer, an Mannschaftsverantwortliche. Bitte schön. Wie schaut es jetzt so personell mit Blick auf Barling aus? Der Viktor, unabhängig jetzt von dieser Rückenverletzung, wirkte, war der auch an der Hand verletzt? Nee, er hat einfach in der ersten Halbzeit schwer reingefunden. Das war so. Das war aber in der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, was er für uns bedeutet und wie er da das Spiel an sich gezogen hat. Das war auch wichtig. Auch die Kombination, wenn Gulli eine Pause brauchte mit Adi und Viktor, hat sehr, sehr gut funktioniert. Wo wir dann viel mit Übergängen gespielt haben und versucht haben, sie dann zu isolieren. Wie gesagt, da war ich vom Matchplan her sehr, sehr einverstanden, dass wir die Sachen umgesetzt haben, die wir vorher besprochen haben. Und ja, ich hoffe, dass er heute keinen Schlag nochmal aufbekommen hat auf den Rücken, sodass das für Mittwoch dann nochmal besser wird. Und mit Milos müssen wir gucken. Der hat über Nacht große Schmerzen im Leistenbereich bekommen, war morgen in der Klinik und da ist dann morgen MRT. Da wollen wir mal hoffen, dass da nichts allzu Schlimmes rauskommt. Das werden wir aber dann erst morgen irgendwann am Nachmittag wissen. Noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich bedanken bei beiden Trainern, bei den Geschäftsführern. Ich wünsche den Gästen aus Hannover erstmal eine gute Heimfahrt und weiterhin viel Erfolg in der Meisterschaft. Wieder so alle Mann an Bord hat.
ja, den Löwen viel Erfolg am kommenden Mittwoch in Balingen. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel für uns. Und da heißt es Daumen hoch. Dankeschön. Und ich wünsche noch einen schönen Samstagabend und ein schönes Restwochenende. Danke. Danke. Weiter.